zu Jan kocht. Heute gibt es mal wieder Fleisch. Wir wollen Schweinemittelgangs machen. Was brauchen wir dazu? Eine Bratpfanne, Bratenwender, ein bisschen Bratenöl als Gewürz, Pfeffer und Salz und ein schönes Stück Schweinefilet. Und ich zeige euch als erstes, wie das Schweinefilet geschnitten wird. Und dann wird es gebraten. Alles keine Hexerei, relativ schnell gemacht. Bis gleich. Schweinebildernährungs vorbereiten. Wichtig beim Kauf des Fleisches ist, dass es frisch ist. Das weiß jeder, aber es empfiehlt sich auch, das vor der Weiterverarbeitung einmal abzuwaschen und dann mit einem Stück Küchenpapier trocken zu tupfen. Das habe ich hier getan. Ich schneide den fingerbreite Stücke ab, ohne die Finger abzuschneiden natürlich. Ich habe in dem Video zum Pilzen in Weißwein-Sahnesoße gesagt, dazu passt wunderbar Schweinemedaillons, die machen wir jetzt hier. Ich werde die hier jetzt auch gleich noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz bestreuen und dann gehen wir damit in die Pfanne. So, schön Pfeffer drauf und wir sehen uns wieder, wenn die Pfanne heiß ist. So, wir braten unsere Schweinemedaillons. Dazu geben wir ein kleines bisschen Bratöl in die Pfanne und die Pfanne ist jetzt angeschaltet. Wir verteilen das Öl vorsichtig und wenn das Öl heiß genug ist, geben wir unsere geschnittenen feinen Schweinemedaillons hinein und zwar mit der gewürzten Seite nach unten. Das ist jetzt noch nicht so heiß, dass es gleich zischt und brodelt und einem das Öl entgegenspritzt, aber wir haben hier schon genug Temperatur, damit das Ganze losgeht und man kann jetzt auch schon hören, es fängt an zu braten. Dann stellen wir von höchster Stufe, nämlich was ich hier habe, 9, auf Stufe 7 runter. Schweinemedaillons sind sehr schnell gebraten. Das heißt, wir brauchen hier auch nicht lange. So, wir drehen die einmal vorsichtig um. Das versuchen wir so hinzukriegen, dass wir uns nicht die Finger verbrennen, aber auch nicht die gesamte Küche mit gespritztem Öl vollkleckern. Und man kann wunderbar sehen, die Schweinemedaillons sind schon fast durch. Wir reden hier nicht über eine lange Zeit, sondern das dauert keine 10 Minuten. Ja, die Schweinemedaillons eben noch im Zoom. Hier sind sie jetzt wieder in der Total zu sehen, damit ich auch nochmal ein Bild habe. Die sind jetzt fertig. Die können wir servieren. Schweinemedaillons im Handumdrehen. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Nachkochen und wir sehen uns bei Jan Koch.